Thank you.
so habe ich auf jeden Fall. Doch. Aber nicht in Zweier rein, ne? Zweier rein. Hier ist breit genug, um dann hinten rum eine Runde links zu andere rechts zu warten. Er bleibt vorne stehen, raus. Dann die anderen gehen dann nach hinten. Einer rechts und links. Und die aus rechts. Wieder noch. Wir gehen rechts rum. Sei uns gegrüßt.
uns durch die Streben, steh du uns bei, verlass uns nicht, beschirme unser Leben. Dir ganz allein vertrauen wir, wenn von uns die Gefahren, und kommen wir dereinst zu dir, wollen wir uns um dich scharen. Dann singen wir dir froh zum Dank die schönsten Bergmannsreisen, mit unserer Stimme hellen Klang, dich, Barbara, zum Preis. Aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde. Liebe Brüder und Schwestern, sind mitgebracht. Ist Gott für uns, wer kann dann eigentlich gegen uns sein? Gott hat aus seinem eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns an ihn gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will den Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist hier der gerechte Gott. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr aufgeweckt ist und der zur Rechten Gottes ist und uns dort vertritt. Was soll uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Gefahr, Böse oder Schwert? Nichts von alledem. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Macht uns scheiden kann von jener Liebe Gottes, die in Jesus Christus Fleisch und Blut geworden ist, mit dem Kind von Bethlehem.
Werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Weltkameradinnen und Weltkameraden, ich darf mich im Namen des Deutschen Weltkameraden und des Landesverbandes der Weltkameradvereine der Deutschen Westfalen für Kommen zum 19. Bochumer Knappentag recht herzlich bedanken. Herr Professor Dr. Brüggerhoff und ich, wir sind froh darüber, dass Sie wieder alle gekommen sind und damit Ihr Interesse an der bergmännischen Tradition bekunden. So freut es uns, dass wir in diesem Jahr wieder Gäste aus dem Saarland, aus den Niederlanden und aus Belgien begrüßen. Besonders herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die dazu beitragen, dass wir heute wieder einen wunderschönen Gottesdienst erleben dürfen, der von Propst Ludwig und Pfarrer Krohn hervorragend durchgeführt wurde. Mit für den festlichen Rahmen sorgt der Chor Concordia aus Dienstlagen-Lohberg und die Blaskapelle Konsolidation aus Gelsenkirchen. Wenn Sie, glaube ich, die Orgel vergessen, habe ich nicht noch ein extra Wort für die Orgel. Aber auch bei meinen Kameradinnen und Kameraden vom Landesverband der Märchen-Knappvereine von Nordrhein-Westfalen wollen wir uns bedanken, die durch ihre Teilnahme an der Märchenparade des Jahres erschaffen, der Bochumer Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit ein eindrucksvolles Bild der Welchbau-Tradition zu vermitteln. Unser Dank gilt auch den Männern der Grubenwehr, die den Marschweg unserer Welchparade absichern. Auch ihr dürft die Runde machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wenn ich hier in der Propstei Peter und Paul stehe, um mein Grußwort zu sprechen, denke ich so für mich, verdammt nochmal, schon wieder ein Jahr fast vorbei. Und halte ein wenig Rückschau auf das vergangene Jahr. Für das Deutsche Weltmuseum war es ein wirklich packendes Jahr. Die Ausstellungsräume sind fast leergeräumt und ein riesiger, zukunftsorientierter Umbau. Auch der Landesverband der Märchen-Knappvereine von Nordrhein-Westfalen blickt frohen Mutes in die Zukunft. Denn durch eine großzügige Unterstützung der Grundbuhne-Stiftung ist es uns ermöglicht worden, den 13. Deutschen Märchenmannstag unter dem Motto Tradition erhalten, Zukunft gestalten, durchzuführen. Gemeinsam mit ca. 3000 Bergleuten aus dem In- und Ausland wollen wir auch mit dieser Veranstaltung den Grundstein für eine zukunftsweisende Bergbautradition über das Jahr 2018 hinaus legen. Und wenn dann hier am 1. Juli 2018 durch die Straße von Bochum die größte Bergbautradition, die es jemals in Deutschland gegeben hat, ziehen wird, hoffen wir auf die Unterstützung von Ihnen alle. Denn wenn nicht hier, in der ehemals 36. Stadt des Ruhrgebietes, soll denn die Weltbautradition zu Hause sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Weltkameradinnen und Weltkameraden, im Namen des Deutschen Weltbaumuseums und des Landesverbandes der Märchen-Knappvereine von Nordrhein-Westfalen wünsche ich euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein Glück auf für 2017. Schon an Gürzen, schon an Gürzen.
Aus der